Борис, мы имеем адрес информации, это Арсена Опока. Бутровый багришта, это Даниэзи? Ja, und damit Servus und Hallo, willkommen zurück hier bei Kontraband Police. Mein Gott, schon wieder eine neue Aufgabe. Ich wäre narrisch. Ich wollte gerade hier in unserem neuen Bleibe übernachten und da geht's schon wieder los. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Was ist jetzt wieder los? Wir haben gerade das Versteck der Kokainhändler im Sägewerk ins Visier genommen. Wir können sie bekommen, wenn wir uns beeilen. Wirst du dich uns anschließen? Es gibt ja 1600. Ja klar, freilich. Hurra! Auf geht's zum Sägewerk, mitten in der Nacht, große Ballerei, wieso auch nicht? Haben wir noch genug Munition eigentlich? Ich glaub schon, oder? Ich habe noch ein bisschen Falschgeld dabei, was man halt so dabei hat, ne, genau. Munition für die Pistole und fürs Gewehr, alles gut. Du hast das Auto repariert, vielen Dank dafür, das ist gleich wieder kaputt. So kennt man das ja. So, Licht an, Radio an. Und ab geht's, hurra! Auf zum Sägewerk. Achso, Moment, wir sind mitten in der Nacht. Ich wollte gerade sagen, da ist normalerweise kein Auto mehr unterwegs, mitten in der Nacht. Außer uns vielleicht. So. Dann geht's hier rein, jawohl. Brettern wir hier ein bisschen durch die Gegend. So, da geht's links. Vorsicht, Baum, gerade noch gebremst. Ja, sonst hätte es gescheppert. Ah, der Zapperlot, wer legt denn da mitten auf die Straße? So ekelhaftes Ding hier, Mensch, so ein scheiß Baum. Gehst du weg? Also, geht doch. So, aussteigen. Wo sind's die Burschen? Eieiei, da geht's doch richtig ab. Politzka! Oh, Polizia! Ja, 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 ja. Bam! Na komm, 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 komm! Immer diese Flankieraktionen hier. Oh, oh. Bam. Verdammt. Da hat er bloß eine Pistole dabei. Das ist schon schlecht. Einundzwanzig Leute noch. 20. 19. Ja, 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 ja. Mei, oh mei. Was ein Geballer. Eieiei, ei, ei. Das hat sich gerade so angehört, als wäre hinter mir einer. Sechs Stück noch, komm. Fünf Stück noch. Oh, oh, schwierig. Bäm. Oh, da hat einer das dicke Gewehr dabei, so wie es aussieht. Tja, das war's wohl. Katsching. 1600 Öcken, jawohl. Ne? Отдайте варежу командиру. Na nu? Hm? Hier war gerade richtig was los und du chillst hier drauf, hast meine, oder was? Ja, sowas.
Naja. Die scheinen ja ziemlich schmerzfrei zu sein, die Burschen. Aber gut. 1600 Öcken kassiert. Warum auch nicht? So. Dann können wir wieder die Chillmucke auflegen. Und wieder gemütlich nach Hause fahren. Eieiei. Und für sowas stehe ich mitten in der Nacht auf. So ein kleines wildes Rumgeballer. Nachdem der Dimpfelmoos hier keine Familie hat, um die er sich kümmern muss. Keine Frau, keine Kinder. Kann man nachts schon mal aufstehen. Und irgendwie Deppen weghauen. Zerfix mein Auto. Das ist schon ein bisschen inflationär, diese Überfälle auf die arme, unschuldige Polizei. Und jetzt mal machen sie das Auto kaputt. Das kommt mir ein bisschen zu oft vor, ehrlich gesagt. Das ist richtig nervig. Vor allem, was habe ich davon? Gar nichts. Jetzt mal schießen sie mal das Auto kaputt. Wenn ich gewinne, kriege ich 70 Öcken und die kann ich gleich zahlen, um das Auto zu reparieren. Und das war's dann. Ja, super. Da kann ich auch drauf verzichten. Ja, ja. Und täglich grüßt das Murmeltier. Du bist jetzt bei mir der Panzer Tony Phil. Eieiei. Ja, ja. Ist nix. Ey. Nicht einmal schlafen kann man hier. Unglaublich. Sauerei. Jetzt haben wir gar keine Lust mehr ins Bett zu gehen. Der Tag ist eh gleich wieder. Ne? Lohnt sich gar nicht. Da gehst du ins Bett und kannst gleich wieder aufstehen. Super. Was ein Tag. Na, du sagst auch immer das Gleiche, gell? Ich glaube, da ist einer, der irgendwie ein heimlicher Tonband abspielt oder sowas. Das ist bestimmt der Maximov hier. Scholek. Du hast das Tonband. Gib's zurück zu. Und ich habe lang gebraucht, bis ich durchschaut habe, aber jetzt durchschaue ich dich. Jetzt durchschaue ich dich. Das ist alles gefaked hier. Ja, komm, sei jetzt. Schwätz nicht, sondern gib mal das Dokument her. Ja, ja. Kannst du gleich aussteigen, komm. Das ist der, ja. Ivan Korolov. Ivan Korolov, das ist gut. Die Passnummer ist in Ordnung. Ist zwar schon steinalt, der darf hier nicht rein. So, dann haben wir die Nummer. Die ist auch in Ordnung. Kratzuk. Aha, das ist auch in Ordnung. Wie viel wiegt der? Das ist auch in Ordnung. Tja, aber das Haltbarkeitsdatum ist leider, ne? Leider. Hat nichts dabei, das ist auch in Ordnung. Zwei kaputte Scheiben und 40 Jahre alt. Der ist noch keine 40. Nee. Ja, da muss ich auch nicht kontrollieren. Sorry. Nein. Abgelehnt. Bäm. Oh nein. Ja, selber schuld. Dann musst du das nächste Mal ein aktuelles Dokument holen. Was hast du so altes Klump dabei? Der Ilich. Mhm. Der hat zwei kaputte Scheiben. Schau. Ja, ja, komm. Steig mal aus. Was? Der hatte doch keine zwei kaputte Scheiben. Der hier hat zwei kaputte Scheiben. Ach komm, spiel, jetzt verarsch mich doch nicht. Wieso verarscht er mich jetzt schon wieder? Ah, oh, wie hat die Stickkopf? Was willst du denn? Ja. Da, schau mal, das ist auch schon steinalt. Kann ich auch schon aufhören. Die Nummer hier ist falsch. Oh Gott, Alter, echt? Ilich, ja, das ist okay. Wie viel wiegt der? Das ist auch okay. Jesus hat der viel Klump dabei. Der hat auch schon mehr als vier Dinger, ne? Haushalt. Nee, geht nicht. Sorry. Nö, kann ich auch schon sagen. Das war's. Ist vorbei, ne? Ja, 40 Jahre alt. Also, ach so, ja, tatsächlich, doch, der ist 40. Tatsächlich?
Klar. Eieiei. Ah. Zifix. Komm mal raus da, komm. Ne, das wollte ich mal ausprobieren. Wenn der versucht zu fliehen, was passiert, wenn ich den dann wegballer. Aber ich glaube, das Ergebnis, ja. Ja, dann muss ich halt jetzt nicht einsperren, gell? Jetzt habe ich mir halt im Endeffekt um Geld gebracht, aber. Ja, wenn ich ihn verhaft, kriege ich natürlich ein Geld. Jetzt kriege ich halt gar nichts. Außer die Schmuggelware. Das ist so offenbar der Unterschied. Aber zumindest haben wir erfolgreich vereitelt, dass uns hier jemand über den Tisch zieht. Und böse Drogen in dieses arme, unschuldige Land bringt. Das wollen wir auch nicht, gell? Na? Nämlich? Wir wollen keine bösen Drogen in unserem schönen Land. Das ist Messer kaputt, oder? Oh, Leute, echt. Haben wir da so ein Billigmesser dabei hier? Mhm. Ja, ja, ja. Oh, schauen wir uns gleich an. Moment. Da brauchen wir aber vermutlich den hier. Dreimal Schmuggelware. Huiuiui. Jetzt habe ich wieder kaum Platz. Ja, Sapperlot. Das Inventar mit so viel Klump zu. Heieiei. Also dann, zack, zack, zack. Kann ich gleich das Reservemesser hier mitnehmen? Passt. Oh, lass mich raus. So, dann kann ich die ganzen Scheiße noch ausladen. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger, weil ich den Typ erschossen habe, gell? Aber ich hoffe es, naja. Ich hoffe nicht. So, zählen muss ich nicht mehr, das ist wurscht. Ich schaue jetzt bloß noch, ob da irgendwo Schmuggelgut dabei ist. Da nicht. Ist da Schmuggelgut? Oh, Zigaretten. Der arme Maximov. Nein, da ist nix. Da ist auch nix. Ja, die Ware ist in Ordnung. Der hat wirklich bei seinem Auto so viel Klump gehabt, ne? Ja, ja. Ach, der hat das Auto auch gleich weggeräumt. Oh, meins. Der hat's gleich weggeräumt. Achso, ja, das brauche ich jetzt nicht mehr, gell? Aber der Typ vorne. Hat der echt zwei kaputte Scheiben gehabt? Oh Mann. Naja. Ja. So, aber jetzt kommt ja kein Schmuggler mehr, ne? Jetzt kann ich ja ganz geschmeidig. Ganz geschmeidig. Eva Haider, Kagastan, bla bla, das ist okay. Azam. Das könnte hinkommen. Ja. So, einmal wiegen bitte. Ja. Kennzeichen ist gut. 7-mal Kornsack. Schau doch ganz ehrlich, gell? Das sind die gefährlichen. Ja, ja. Siebenmal Kornsack. So, da ist ein Licht kaputt. Die Stoßstange fehlt. Da fehlt ein Spiegel.
Scheibe sind drin, ne? Ja. Okay. Ja, warum sollte... Moment. Ah, Lebensmittel. Haha. Ja. Nein. Du darfst leider nur 6 dabei haben. Du hast 7 dabei. Halt, Moment, du handelst. Warte mal. Toilettenpapier und Zigaretten. Nee. Sorry. Ah, nein. Ja, ja. Komm, nächster. Das mit dem ganzen Handel ist auch... Oh, meine Axt ist schon wieder kaputt. Mit dem ganzen Handel ist auch irgendwie albern, ne? Ja, wie gesagt, Geldprobleme hast du ja eigentlich nicht. Ja, ja, die Partei kümmert sich um alles. Das ist toll. Gdyby nie nowoczka rozdruki, my zataryczli Ada Robotsa. Władysław Grigorewicz. 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 Oh Gott. Grigorewicz. Ich hätte bloß Grigorewicz kenne ich, aber das ist was anderes, ne? Das ist ja wieder. Oh Mann. Mhm. Oh, hei. Das ist bitter. Das ist nicht gut. Nein. So, Spiegel sind dran. Das ist alles in Ordnung. Das passt auch. Das ist auch alles gut. So, aber... Doch, das ist schon wichtig, dass ich das rausnehme, mein Freund. Das ist sehr wichtig. Dreimal Gurke. Viermal Benzin. Viermal Chemikalien. Dreimal Lebensmittel. Ja, ist okay. Ach, du bist ja gerade, mein Gott, der Maximov gammelt hier wieder rum, gell, genau. Ja, einladen. So. Und zwar flott. Danke. Nein. Ja, weil Gründe und so. Nächster. Ja, da kannst du gleich mal aussteigen. Ja, komm. Ja, wieso geht denn die Tür nicht auf? Komm. Jetzt aber. Raus mit dir, komm. Samir Abid. Moment, der ist da auch schon öfter hier durchgekommen, oder? Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Oh Gott. Er hätte sich in der Zwischenzeit mal ein aktuelles Dokument besorgen können, der Gute. Der schleppt auch wieder alles mit. Na gut. Das passt. Kennzeichen ist auch in Ordnung. Ja, Bestandsaufnahme machen wir gleich. Oh je. Also, hier vorne schaut mal zumindest alles gut aus. Spiegel ist dran. Scheibe ist da. Spiegel, Scheibe. Hier ist alles in Ordnung. Da ist alles in Ordnung. Na dann. So, dann. Ausladen. Machen wir eine kleine Zählung. Jo, 8-mal Zement, 3-mal Kaffee, 1-mal Käse, 1-mal Waschmaschine, 1-mal Gasherd. Mir fehlen 2 Gurken. Tja, dann würde ich sagen, der Frachtbrief passt leider auch nicht. Nee. Maximov, komm. Einsatz. Jawohl, hurra. Der freut sich immer, wenn er hier arbeiten darf, ne? Der gute Maximov.
Also wirklich. So. 6-mal Lebensmittel, 3-mal Haushalt, 4-mal Chemikalien. Das ist jetzt die Frage. Nee, ist eigentlich nicht die Frage. Nee, wir sind drüber. Nee, wir haben 7-mal Haushalt. Ah, Lebensmittel meine ich, dann sind wir schon drüber. Nope. Sorry. Da mal. Ja, nix, warum? Ich mach das schon richtig. Jetzt, zack, weg mit dir. Ab nach Hause. Oder so ähnlich. Ja, da kurbelt die Scheibe hoch und macht einen Abflug. Salü. Oh, was habe ich denn jetzt wieder verbummelt? Das Foto? Okay. Willkommen am Tag der Unkonzentriertheit. Mal wieder. Also, irgendwie ist jeder Tag ein Tag der Unkonzentriertheit. Ah, schrecklich. Da schäme ich mich gleich. Genau. Wahrscheinlich liegt es daran, dass der werte Kollege hier schon lang nicht mehr hier auf diesem wirklich exklusiven und exquisiten Örtchen war. Mit toller Aussicht und wenig Toilettenpapier. Vermutlich ist das der Grund. Naja. Was soll's. Liebe Leute, das war mal wieder eine weitere Folge. Welcome to Akaristan. Der werte Haubinger wird jetzt in die Koje gehen, nachdem er die letzte Nacht nicht geschlafen hat. Und wird das jetzt hier und heute nachholen. Unglaublich. Ja, das ist die 500, die ärgern natürlich wieder. Ne? Die waren wieder so unnötig. Ah. Das muss ich mir unbedingt im Video anschauen, ob da wirklich die Fensterscheiben kaputt waren. Naja, aber wenn man halt nicht so auf Gedeih und Verderb gezwungen ist, hier 100% ne, zu kriegen wie bei Papers, Please, da war der Druck ja ganz anders. Bei Papers, Please, da hast du wirklich jede 5 Dollar gebraucht. Aber hier hast du den Druck halt überhaupt nicht. Da ist, da, ja, kannst du Fehler machen und kriegst trotzdem noch üppig Geld. Da besteht gar keine Gefahr. Na gut, mal schauen, wie es am nächsten Tag ist, ob der Haube dann immer noch unkonzentriert ist oder ob die lange Nacht dazu beiträgt, dass er endlich mal wieder ein bisschen konzentrierter ist. Der werte Kollege Dimpfelmoser, wir werden sehen in der nächsten Folge. Bis dahin, eine gute Zeit, macht's es gut und Servus.